Wie können Sie einen Narzissten so völlig aus der Fassung bringen? Wie können Sie ihn schocken und den Spieß umdrehen? Und warum ist es in Wirklichkeit so, dass nicht Sie von dem Narzissten abhängig sind, sondern er von Ihnen? Dieses Video, das wird Ihnen eine völlig neue Perspektive eröffnen und ich werde Ihnen eine Methode in die Hand geben, mit der Sie jeden Narzissten zähmen und das Ruder selbst wieder in die Hand nehmen können. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« auch ganz viele Tipps gegen Narzissten drin und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie Tag für Tag mit guten Tipps versorgt. Link zu den kostenlosen Testtagen unter diesem Video. Und damit Sie genau verstehen, was den Narzissten so sehr aus der Fassung bringt, lassen Sie uns eine konkrete Situation entwickeln. Angenommen, der Narzisst ist schon seit einiger Zeit in Ihrem Leben, es kann natürlich auch eine Narzisstin sein. Angenommen, Sie führen also mit diesem Menschen eine romantische Beziehung oder eine Freundschaft oder einen Kontakt am Arbeitsplatz. Dann wette ich, dass sich bestimmte Muster zwischen Ihnen beiden eingeschliffen haben. Genau hier eröffnet sich die Chance, den Narzissten zu schocken. Das werden Sie gleich sehen. Und wenn ich schocken sage, dann ist damit gemeint, er bekommt eine richtig tüchtige Lektion erteilt. Er merkt, dass Sie nicht länger nach seiner Pfeife tanzen und es wird ihm klar, dass er sich, wenn er leichtes Spiel haben möchte, ein anderes Opfer suchen muss. Denn Ihr Vorgehen, das wird ihn verunsichern und aus seiner Mir-kann-keiner-was-Haltung, da wird es ihm blitzschnell herauskegeln. Lassen Sie uns erst auf die eingeschliffenen Muster schauen und dann sage ich Ihnen, wie Sie durch eine kleine Veränderung den Narzissten bis in die Schockstarre treiben können. Das erste Muster nenne ich Mach-es-mir-recht-Spiel. Zum Beispiel setzt Ihr Narzisst voraus, dass Sie alles tun, um es ihm recht zu machen. Wenn er von Ihnen erwartet, dass Sie seiner Sicht der Dinge zustimmen, dann tun Sie es, Sie wollen ja keinen Ärger. Wenn er einen Vorschlag macht, wie man den Abend verbringen könnte, dann nicken Sie mit dem Kopf, Sie wollen ja keinen Ärger. Und wenn er Ihnen unterstellt, Sie hätten diesen oder jenen Fehler begangen, dann lassen Sie fünfe gerade sein, auch wenn Sie das anders sehen, so nach dem Motto, der Klügere gibt nach, denn Sie wollen ja keinen Ärger. Sie verhalten sich ihm gegenüber mit derselben Vorsicht, die ein Sprengstoffexperte beim Entschärfen einer Bombe an den Tag legt. Sie leben in dem Bewusstsein, dass schon ein falsches Wort ausreichen kann, um eine Explosion zu verursachen. Und natürlich merkt der Narzisst, dass Sie ihn fürchten und deshalb geht er davon aus, Sie mit seiner Sprengkraft vernichten zu können. Etwa wenn er in einem Gespräch explodiert. Das befriedigt seine Allmachtfantasien. Aber gleich werde ich Ihnen erklären, warum Sie die Explosion nicht verhindern, sondern in aller Ruhe herbeiführen sollten. Der Einzige, der davon geschockt sein wird, das ist der Narzisst selbst. Sie werden staunen, wie schon eine kleine Veränderung in Ihrem Verhalten Sie gegenüber dem Narzissten in eine wesentlich bessere Position bringt. Vorher schauen wir uns noch ein zweites Muster an. Ich nenne es das »Ich bin der Chef«-Spiel. Es besteht darin, den Narzissten als Befehlshaber anzuerkennen. Wenn der Narzisst sagt, dass Sie etwas für ihn erledigen sollten, dann ist das keine Bitte, nee, nee, das ist eine Anweisung. Und indem Sie es tun, bestätigen Sie den Narzissten in seiner informellen Führungsrolle. Zum Beispiel sagt der Narzisst zu Ihnen, ich brauche heute den ganzen Tag absolute Ruhe im Haus. Ich will kein Radio hören, kein Küchengerät, kein Türen schlagen. Und Sie, unabhängig davon, was Sie ursprünglich geplant haben, und Sie schleichen auf Zehenspitzen durchs Haus, ohne sich etwas dabei zu denken. Oder der Narzisst, wenn er Ihr Arbeitskollege ist, der schiebt Ihnen eine Arbeit rüber, die Sie für ihn zu erledigen haben. Er tut das mit derselben Selbstverständlichkeit, als wäre er Ihr Vorgesetzter. Und Sie setzen die Aufgabe womöglich auf der Stelle um. Auf diese Weise, da gewöhnt der Narzisst sich eine göttliche Rolle an, die er unter dem Motto »Mein Wille geschehe« ausübt. Sie werden gleich hören, wie sehr es ihn schockt, wenn Sie gegen diese Erwartung verstoßen und wenn Sie das auch mit den richtigen Worten begründen. Ich mache Ihnen dazu einen Vorschlag. Und jetzt noch ein drittes Muster, das sich im Kontakt mit Narzissten oft herausbildet. Ich nenne es das Oberlehrerverhalten. Zum Beispiel sagt Ihnen der Narzisst, dass Sie gegenüber anderen Menschen nicht gesprächig genug seien. Und Sie? Sie probieren bei nächster Gelegenheit, sich mehr in die Gespräche einzubringen. Oder der Narzisst macht Ihnen deutlich, dass Sie zu unsportlich sind. Und Sie? Sie schnüren Ihre Joggingschuhe oder Sie eilen ins Fitnesscenter. Oder der Narzisst redet Ihnen ein, dass Sie sich zu plump und unmodern kleiden. Und Sie? Sie besorgen sich neue Kleidung, Sie wollen flotter und moderner aussehen.
Diese oberlehrerhafte Bevormundung, die kann bis in den letzten Winkel ihres Alltags reichen. Zum Beispiel kritisiert der Narzisst, wie sie das Besteck halten oder dass sie zu schnell essen. Oder er wirft ihnen vor, dass sie immer so dumme Gesichter ziehen. Oder er unterstellt ihnen, dass sie mit ihren Freunden nur die Zeit verschwenden und jedes Mal, wenn sie seine Kritik annehmen, jedes Mal, wenn sie ihr Verhalten korrigieren, um es ihm recht zu machen, jedes Mal rutschen sie noch weiter in den Tiefstatus. Denn er, der Narzisst, hält es nun für selbstverständlich, dass sie seine Kritik annehmen und ihr Verhalten verändern. Er hat es also in der Hand, sie in beliebige Richtungen zu steuern. Und nichts ist Narzissten so wichtig, als dass sie Opfer durch Kontrolle manipulieren können. Sie werden gleich staunen, was passiert, wenn sie dieses Muster durchbrechen und den Narzissten so richtig schocken. Und jetzt sage ich Ihnen, wie Sie aus diesen drei Mustern ausbrechen und wie Sie den Narzissten vor den Kopf stoßen. Der Schock, der entsteht dadurch, dass der Narzisst sie unter Kontrolle haben möchte, denn bei allem, was er tut, nimmt er in Gedanken ihre Reaktion vorweg. Zum Beispiel wird er laut und denkt sich, damit schüchtere ich mein Gegenüber ein. Und solange solche Pläne aufgehen, fühlt sich der Narzisst in Sicherheit. Aber jetzt bereiten sie ihm eine üble Überraschung. Nehmen wir das erste Muster, das Mach-es-mir-recht-Spiel. Zum Beispiel sagt der Narzisst, wir schauen heute im Fernsehen den Spielfilm im ersten Programm. Und eigentlich würden sie dazu neigen, ihm zuzustimmen, auch wenn sie lieber etwas anderes sehen. Aber nun schocken sie den Narzissten, indem sie sagen, ich habe gehört, dass du lieber den Spielfilm im ersten Programm schaust, ich will lieber die Show im zweiten sehen. Bitte beachten Sie, das ist keine Provokation, es ist ein ganz normaler Dialog zwischen zwei Menschen auf Augenhöhe. Sagen Sie, was Sie wirklich denken, wirklich meinen, wirklich wollen, unabhängig davon, was der Narzisst will. Jedes Mal, wenn Sie klare Kante zeigen, wird das den Narzissten schockieren, denn er ist einfach davon ausgegangen, dass Sie Ihren Willen hinter seinen zurückstellen. Ich sage Ihnen am Ende noch, wie Sie reagieren, wenn er jetzt wieder Sie auf einen eigenen Kurs, auf seinen eigenen Kurs bringen will. Vorher schauen wir uns an, wie Sie das zweite Muster durchbrechen, das Ich bin der Chef spielt. Zum Beispiel sagt der Narzisst zu Ihnen, ruf den Elektriker an und sorgt dafür, dass er nächste Woche bei uns vorbeikommt und sich um die Sache kümmert. Vielleicht denken Sie, das ist ja nur eine Kleinigkeit, das kann ich doch für ihn tun. Aber es geht nicht um den Anruf, es geht um ein Gefälle in Ihrer Beziehung. Er spielt sich auf zu Ihrem Chef, als hätten Sie seine Befehle umzusetzen. Er hat Sie gar nicht gefragt, nicht gebeten, er hat Sie angewiesen. Und jetzt können Sie ihn so richtig schocken, indem Sie sein eigenes Verhalten spiegeln und den Ball auf sein Feld zurückspielen. Sagen Sie in freundlichem Ton, ruf den Elektriker gern selbst an, wenn dir das so wichtig ist. Damit geben Sie ihm indirekt zu verstehen, dass Sie sich von ihm nicht länger zum Werkzeug seines Willens machen lassen. Und dieses Verhalten, das wird ihn sehr verunsichern und auch schockieren, sobald Sie es wiederholen. Ich sage Ihnen gleich noch, mit welcher Reaktion Sie rechnen müssen und wie Sie dann idealerweise reagieren. Und hier ist das dritte Muster, das Sie durchbrechen können, das Oberlehrerverhalten. Wenn der Narzisst Ihnen zum Beispiel sagt, du solltest dich weniger mit deinen Freundinnen treffen, dann könnten Sie ihm antworten, das ist meine Entscheidung und ich sehe das anders als du. Merken Sie sich diesen Satz, denn es ist eine wunderbare Allzweckwaffe gegen Einmischung. Und jetzt noch die Antwort auf die Frage, was tun Sie, wenn der geschockte Narzisst Sie wieder auf seine Linie bringen will? Was tun Sie, wenn er seine Forderung wiederholt und seinen Willen unbedingt durchboxen will? Ganz einfach, wiederholen auch Sie Ihren Standpunkt. Sagen Sie erneut zum Beispiel, ruf den Elektriker gerne selbst an, wenn dir das so wichtig ist. Oder, das ist meine Entscheidung und ich sehe das anders als du. Bleiben Sie dabei ganz ruhig, auch wenn er laut werden sollte. Und je öfter Sie solche Sätze wiederholen, desto mehr merkt der Narzisst, dass er die Kontrolle über Sie verloren hat. Jetzt ist nur noch eine gleichberechtigte Beziehung mit Ihnen möglich. Ein Mensch, der Sie wirklich liebt, der wird alles tun, um sich zu verändern. Aber ein Narzisst, der nur sich selber liebt, der wird sich aus diesen Bedingungen, unter diesen Bedingungen immer mehr aus Ihrem Leben zurückziehen. Und das ist gut für Sie, denn es schenkt Ihnen Ihre Freiheit zurück. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video, wie Sie stilvoll, wirklich stilvoll Rache an einem Narzissten üben können. Diese Methode wird Sie beeindrucken. Klicken Sie jetzt hier in der Infobox und wir blenden das Video gleich noch ein. Und wenn Sie künftig nie mehr Probleme mit Narzissten haben wollen, wenn Sie Ihr Selbstbewusstsein Tag für Tag ausbauen wollen, dann aufgepasst.
Ich begleite Sie mit der 365-Tage-Challenge morgen für morgen durchs ganze Jahr mit meinen besten Inspirationen mit kleinen Aufgaben. Das macht Freude und Sie werden über sich hinauswachsen, Sie werden Ihren inneren Schweinehund überwinden und Sie werden mehr als je zuvor erreichen. Lassen Sie sich jetzt mein kostenloses Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis, schenken. Dort verrate ich Ihnen jene geheime Methode, die mein Leben schon verändert hat und Ihres noch verändern hat. Klicken Sie jetzt hier und nutzen Sie mein Geschenk und starten Sie durch in ein besseres Leben. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behle.